Hallo und herzlich willkommen, schön, dass ihr eingeschaltet habt zu diesem kleinen Let's Play von World of Warships und zwar einer Preview mit der Kaiser Nikolai der Ersten. Und ich bin nicht alleine, sondern Krummel ist heute mal dabei. Hi Krummel. Hallöchen. Und Krummel und ich werden uns dieses Schiff anschauen, beziehungsweise Krummel wird auch mit einem Schlachtschiff unterwegs sein. Wir sehen uns aber einfach mal schnell die Eckpunkte an. Sehen 44.800 Struktur sind gegeben, eine Reichweite von 14,1 Kilometer. Wir haben 4x3 Kanonen mit unglaublichen 305 mm geschossen und das auf Tier 4 ist schon eine Ansage. Flak ist eher zu vernachlässigen, typisch Tier 4 Schlachtschiff, nicht wirklich toll. Manövrierbarkeit lassen wir auch eher außen vor, da gibt es Schöneres bei den Kreuzern. Und die Sichtbarkeit ist in Ordnung. Aber wir wollen den Damage sehen und deswegen springen wir jetzt ins Gefecht. Ja, das stimmt. Gerade, also ich bin ja auch selber eher der Kreuzer-Fan und feier lieber Kreuzer, weil sie halt einfach da noch ein bisschen, ja, du kannst halt so ein bisschen mehr gefühlt ausbügeln, als du es mit Schlachtschiffen kannst. Güti, ich folge dir einfach mal, wa? Genau, ich komme mal da in deine Richtung rüber und dann, wie gesagt, so ein bisschen Max-Range, weil gerade als Low-Tier sollten wir uns ein bisschen zurückhalten. Findest du das eigentlich gut, dass es in World of Warships genauso wie in World of Tanks mit diesem Plus 2 ist? Oder ich finde bei dem Spiel gerade Plus 1 hätte es irgendwie auch gemacht, finde ich. Finde ich jetzt hier gar nicht so schlimm, also ganz im Gegenteil sogar. Weil ich finde hier gerade die Tierstufen nicht so ausschlaggebend, wie es bei World of Tanks ist. Also bei World of Tanks geht es mir schon so, wenn ich da mit, was weiß ich, einem Tiger 1 gegen einen E-75 antreten müsste zum Beispiel, finde ich das viel unangenehmer, als hier jetzt so in Sechsergefecht zu kommen. Okay. Also man gleicht schon so ein bisschen leichter die Tierstufen aus, weil das mit dem Durchschlagen hier doch ein bisschen leichter ist, als es bei World of Tanks ist. Würdest du mir jetzt eigentlich als Anfänger empfehlen, HE oder AP zu schießen? Also, das ist immer noch eine Sache, die ich nicht ganz begriffen habe. Es gibt so generelle Faustregeln. Also ein Schlachtschiff in der Regel schießt immer AP. Außer jetzt, wenn ein Zerstörer kommt vor dir oder ein Flugzeugträger, das ist eigentlich eher HE, aber aufgrund der langen Nachladezeit sagt man immer so pauschal immer AP. Ein Kreuzer ist da leider die variabelste Klasse zwischen AP und HE wechseln, auch innerhalb der Kreuzerziele. Auf Schlachtschiffe dann HE, auf Kreuzer eher AP, Flugzeugträger auch wieder HE und Kreuzer musst du auch wieder schauen, wie sie zu dir fahren, um AP oder HE zu variieren. Das ist in Anführungszeichen die schwierigste Klasse. Zerstörer ist wieder ganz einfach, die in der Regel HE only, bis auf jetzt die neuen Russen, die sind auch durch starke Kanonen sogar auch Richtung AP, ja, zumindest geeigneter. Verrückt. Ich habe immer mit AP das Problem, dass ich das Gefühl habe, da muss ich halt wirklich genau dahin treffen, wo der Schuss auch hingehen soll. Mhm. Ansonsten mache ich halt gar nichts. Wenn ich mit HE schieße, dann ist es halt egal, wo ich treffe. Ich mache immerhin ein bisschen Bum-Bum. So nach dem Motto, da brennt es wenigstens. Ja, aber die Brandwahrscheinlichkeit ist einfach bei manchen Schiffen, also gerade wenn du die deutschen Kreuzer anschaust, die hast du die geringste HE-Brandwahrscheinlichkeit und dementsprechend ist es dann so, wo du sagst, naja, ist zu vernachlässigen für einen schönen Zitadellentreffer. Aber ja, das ist halt das, was bei dem Spiel in Anführungszeichen das Schwierigste auch gleichzeitig ist. Zwischen in Anführungszeichen der richtigen Munition zu wechseln und diese dann auch richtig zu verwenden und Zitadellentreffer. Aber wenn du es einmal einigermaßen raus hast, dann geht es sehr, sehr gut. Ich habe noch nicht herausgefunden, glaube ich, wo die Zitadellen liegen. Ey, guck mal, da kommen zwei durch die Mitte. Oh ja, Oma und Phoenix. Ja, auf die können wir uns mal sogar ein bisschen orientieren. Ja, die Zitadellentreffer so unbedingt zu wissen, wo sie sind, ist gar nicht so wichtig. Im Prinzip musst du nur, wenn jemand seitlich zu dir fährt und dir die ganze Breitseite anbietet, dann nimmst einfach schön AP und hältst auf die Wasserlinie. Okay. Oh, komm schon! Alles daneben. Ich hab aber auch alles erstmal daneben gesetzt. Klär mich auf, haben die Torpedos? Ist die gefährlich, haben beide Torpedos, ja. Die sind aber bei beiden noch nicht so weit. 5,5 und 6 Kilometer, also da ist jetzt passiert jetzt hier noch nichts.
Okay, welche fokussieren wir? Erst die Phoenix? Ja, die Oma, die ist recht low. Die kannst du erstmal wegmachen. Die mache ich schnell mal weg. So, Schüsse kommen. Ja, 3000. 2200. Ja, ich habe auch nur in Anführungszeichen 3000 gemacht. So, die Phoenix kommt jetzt in unsere Nähe. Ich glaube, die hat bestimmt schon Torpedos auf mich abgeschossen, wa? Ja, kann sein. Dann natürlich dann wegfahren, dass du möglichst die Geschwindigkeit denen nimmst. Und ja, gleich so beidrehen, dass du halt mit möglichst wenig Breitseite denen gibst. Ich glaube, das war ein Zitadellen-Treffer. Das war, genau. Ich habe eine gemacht, du hast wohl eine gemacht. Also von dem her, da ging jetzt, glaube ich, ein bisschen was. Nice. So gefällt mir das Spiel. Ja, wie gesagt, mit AP immer einfach auf direkt kurz überhalb der Wasserlinie, wenn er so breitseitig kommt, da kannst du nicht viel falsch machen. Ja, ich finde Schlachtschiffe für Anfänger echt das schwierigste, das schwierigste Schiff, weil du musst halt so unendlich weit vorzielen meistens. Und das erfordert irgendwie ganz viel Erfahrung, habe ich so das Gefühl. Würde ich jetzt nicht so ganz unterschreiben. Also ja, du musst schon viel weiter vorzielen, aber viele spielen auch die Schlachtschiffe ein bisschen falsch, weil nur hinten zu stehen, du bist gleichzeitig der Khan mit den meisten Hitpoints auf dem Feld, du bist der mit der meisten Panzerung und viele spielen halt Schlachtschiff als Sniper und das sind sie halt einfach auch nicht. Also gerade zum Beispiel, ein gutes Beispiel ist die Warspite, also eine englisches Schiff, jetzt musst du dir kurz überlegen, und sehr, sehr stark gepanzert, also Dreadnought-Klasse im richtigen Leben gewesen und ja, da gehst du dann schon eigentlich eher schon stärker rein und viele sind halt da immer noch zu passiv. Okay. Oh, 12.000 Schaden auf der Cleveland. Nice. Und oh, die Murmansk ist fast weg. Ja. Oh, pass auf, neben dir ist noch New York. Oh. Direkt neben dir. Oh. Oh. Ja, das ist ein Tier 5, also die ist über dir. Also ich gehe jetzt auch gleich mit drauf. So. Soll ich die einfach rammen? Machst du dich und sie kaputt? Kannst du gern machen. Aber wäre halt natürlich jetzt ein bisschen deine eigene... Oh, ich habe ihr erst mal 10.000 gegeben. Du kannst dich auch heilen mit T, also einfach Theodor drücken. Was kann ich die? Du kannst dich heilen. Schlachtschiff hat okay. Die Spezialfähigkeit, dass man sich heilen kann. Oh Gott, ich glaube, ich krach gleich gegen die Insel. Scheiße! Aber das ist jetzt hier gleichzeitig das Spannendste und Coolste bei World of Warships, also so eine wirkliche, wirkliche Schlacht, schön, schön auf die Fresse, das finde ich schon das Coole an dem Spiel. Ja, das macht mir auch am meisten Spaß. So, jetzt. Ja, ich brenne. Jetzt reparieren, sofern du es noch kannst, ansonsten leider... Nee, mein R ist noch belegt, leider. Ja, der achtet nur auf dich gerade, natürlich. Und wir haben hier richtig, richtig Gegner, also das ist gerade... Sehr schön! Nice gemacht. Jetzt kannst du dich ein bisschen so hinter der Insel verstecken, sofern möglich. Versuch's, schmeiß mir mal einen Feuerlöscher rüber. Ist leider gerade keiner am Start. Beziehungsweise hätte ich schon, aber... Alter Schwede, da sind ja echt noch vier Gegner. Ja, die sind auch alle nicht ohne. Also alle Sechser und Fünfer. Wenn ich jetzt nicht schieße, gehe ich denn wieder zu? Ja, dafür hast du zu schlechten. Du hast einen zu schlechten Tarnwert dafür leider. Okay, also kann ich genauso gut versuchen noch zu schießen. Genau. Boah, komm schon hinter die Insel! Du kannst jetzt auch versuchen, da durch den Kanal zu fahren und vielleicht da noch wegzukommen. Ja, und dann hole ich mir den Flugzeugträger. Na, 11.000er Hit auf die Fuso, das ist die Nikolai, die teilt schon ganz gut aus, muss man schon sagen. Du hast gerade 11.000er Hit auf die gemacht? Jo. Schlecht. Aber ganz ehrlich, schon durch deine Tipps, glaube ich, habe ich mehr Zitadellentreffer gemacht als jemals zuvor. Also wenn du es einmal in etwa weißt, wohin du schießen musst und mit welcher Munitionsart, ist das Spiel ganz easy.
Ist es von Schiff zu Schiff unterschiedlich, wo ich hinschießen muss? Es oder gibt haben schon. die alle die Zitadelle am selben Fleck? Also unter den Schornsteinen und sonstiges, die Zitadellen sind ein bisschen anders von Schiff zu Schiff, aber unterm Strich machst du nie was falsch, wenn du auf die Wasserlinie schießt. Okay. So, jetzt habe ich mich gerade hier so doof hingefahren, weil es gar nicht so beabsichtigt, wie ich es gemacht habe. Oh ja, stimmt, du stehst irgendwie direkt da. Angelurlaub. Ja, ich habe einen Landgang. So, und jetzt kommt da der Flugzeugträger, das heißt, ich lade auf HE um, ja? Genau, Flugzeugträger würdest HE schießen. Sag mal, was ist denn jetzt an der Nikolai, würdest du sagen, das Beste? Ja, die Nikolai also, was hat ist die größte Stärke von vernünftige dem Ruderstellzeit, recht genaue Geschütze, muss man sagen. Ja, bisher kann ich noch nicht sagen, wie viel es aushält, aber da bin ich gerade dabei. Aber bisher ein vernünftiges Schlachtschiff. Wie gesagt, und scheinbar hält sie auch ein bisschen was aus, das finde ich sehr sympathisch. Also und gerade in Anbetracht... Ruderstellzeit ist das was Wichtiges bei einem Schlachtschiff? Weil ich meine, so besonders schnell ist man eh nicht, oder? Ja, aber Ruderstellzeit, also je schneller die Ruderstellzeit, desto schneller macht das Schiff auch was, was du dem sagst sozusagen am Steuer. Und okay. Er ist natürlich in Anbetracht dessen wichtig, wenn jetzt auf einmal ein Flugzeug... Oh, 15.000er Hit an der Fuso, 17.000 sogar. In Anbetracht dessen, wenn du jetzt natürlich gerade... Dein. Was wollte ich sagen? Achso, ja, wenn natürlich gegnerische Flugzeuge kommen oder du einen Zerstörer siehst, wo du einfach doch mal dich ein bisschen bewegen musst, um auch mal zu drehen, da ist eine Ruderstellzeit natürlich schon sehr wichtig. Okay. Also gerade beim Ausweichen von Torpedos oder sowas. Ganz ja? genau. Ich glaube, was bei mir noch wichtiger wäre, wäre Inseln ausweichen. Oh du, das Scheiße, ist immer ey. Am Anfang, habe ich oft Inseln gerammt. Unglaublich. Also ich war ja der Inselkiller. Ich finde es, am Anfang kommt einem das Spiel so langsam vor, aber durch dieses ständige Reinzoomen, Rauszoomen und dennoch auf die Umgebung achten, ist das glaube ich, also für mich ist das echt noch teilweise so, ah ja, huch, da ist eine Insel. Ja, das geht mir auch so. Hat die Nikolai auch irgendwie Special Credit Making oder ja, Special Matchmaking? Gibt's sowas hier? Special Matchmaking gibt's bei manchen Schiffen, die haben ein anderes Matchmaking, aber das ist sehr, sehr selten. Aber ja, es ist ein ganz klassisches Premium-Schiff und wird auch so eine Zeit lang verkauft werden. Und dementsprechend wird man sich da ein bisschen am Konto darüber freuen dürfen. Oh, jetzt habe ich aber noch einen ordentlichen Hit von der Fuso bekommen, bevor sie es zeitlich gesegnet hat. Ja, ihr habt die da gut platt gemacht zu zweit, muss ich sagen. So, ich dreh mal wieder um und komm mal wieder zurück. Ja, mach das mal. Aber sie ist halt, also was man sagen muss, die Nikolai ist sehr langsam. Also gerade mit ihren Endgeschwindigkeit 20,9 Knoten, da fahrt man jetzt keinem Gegner weg. Also da sollte man dann schon den anderen versuchen, eine mitzugeben. Sieht's mit der Geschützreichweite aus? Mit 14 Kilometern okay. Aber natürlich wie hier so in einem 6er-Battle wird's dann schon schwierig. Das finde ich immer ganz schwer, wenn du Low-Tier bist, dann sind die im oberen Schiffe meistens sogar auch noch schneller als du. Das finde ich dann halt immer das Problem, gerade auch bei Kreuzern oder so habe ich das Gefühl, die besseren oder die höheren Schiffe, die können mir wegfahren, wenn es gefährlich wird. Ich kann ihnen nicht wegfahren, weil die einfach schneller sind als ich. Und die haben zusätzlich auch noch eine weitere Reichweite. Das stimmt. Das ist schon ein Nachteil, ohne Frage. Aber ja, ich sag mal, irgendwo musst du einen Tierunterschied auch spüren. Aber bei manchen Schiffen, dann wird halt einfach nicht auf die Reichweite gegangen, sondern dann muss man halt einfach drauf gehen. Oh, das ist die Cleveland mit 200 HP. Mal gucken, ob ich die noch treffe. Nein! Sie dreht sich genau weg. Boah, ist die manövrierfähig, das Ding. Ja, die Cleveland ist da, hat da schon... Oh, ich glaube, ich bin tot. Nee, wir haben gewonnen. Ach. Wir haben den gegnerischen Punkt gecappt und dadurch durch den Cap war das ein Sieg. Da habe ich gar nicht drauf geachtet. Ja, wir haben uns
Du bist auf Platz 1 im Übrigen. Was? Du hast 1447 Basis-XP, ich habe 1058. 66.000 Schaden habe ich anstellen können. Ich habe 85.000. Alter Schwede, sehr, sehr, sehr nice. Ja, mein zweiter Name ist Schiffskapitän Blaubeer. Nee, krass. Ich weiß gar nicht, wie das passiert ist. Nee, das war eine sehr ordentliche Runde. Vielen Dank fürs Mitfahren. Kein Problem, immer wieder gerne.